Wir haben Max bei einem sehr spektakulären Event begleitet, nämlich dem Sechstagerennen. Und eine leise Ahnung von der tollen Atmosphäre dort und den vielen Zuschauern bekommt ihr im nächsten Video. Das diesjährige Berliner Sechstagerennen war erstmal eine komplett neue Erfahrung für mich. Wir sind zweier Mannschaftswettbewerb gefahren, also Madison. Und demnach war es definitiv was Neues und auch schwerer als sonst. Man kennt es ja von den Profis und bei denen sieht es immer spielerisch leicht aus, dass die Wechsel alle harmonieren und dass auch wirklich jeder Wechsel stattfindet. Das ist erstmal die größte Herausforderung beim Madison. Das mussten mein Partner und ich am ersten Madison-Wettkampftag auch feststellen. Da haben wir ja so die ersten drei, vier Wechsel haben wir erstmal verpasst, oder beziehungsweise mein Partner. Und dann war ich schon das erste Mal platt, weil ich halt die ganze Zeit unten gefahren bin und die alle gewechselt haben und alle ordentlich was auf dem Tempo hatten halt. Und dann ging es richtig ab und ich konnte ja nicht reingewechselt werden oder jemanden reinwechseln und so den Schwung nicht so gut mitnehmen. Am letzten Wettkampftag hat sich das, sage ich mal, ein bisschen gerichtet mit den Wechseln. Wir sind viel besser klargekommen, haben keinen verpasst und sind auch stark im Feld mitgefahren. Und mein Trainer hat danach halt gesagt, dass wir an diesem Tag viel mehr gebracht haben, als man hätte eigentlich von uns erwarten können. Und demnach bin ich schon stolz auf uns, dass wir auch sturzfrei durchgekommen sind. Ein paar Trainingskollegen und Freunde von uns, der ist einer gestürzt, der André, und der hat es wirklich, also der hatte starke Schmerzen. Da war der ganze Rücken offen und der musste abends noch ins Krankenhaus, weil man nicht wusste, ob er sich vielleicht was halt an inneren Verletzungen zugezogen hat. Und also in der Hinsicht bin ich schon ganz glücklich, dass wir da sturzfrei durchgekommen sind. Und wir sind jetzt letztendlich, ich glaube, 11. oder 12. geworden von 18 Mannschaften. Das klingt jetzt nicht halt so überragend. Ist aber, wir wollten eigentlich unter die Top 10, das war unsere Zielstellung. Haben wir also knapp, sage ich mal, verfehlt mit einem Punkt, so wie ich das mitbekommen habe. Da waren auch starke Leute dabei, wie zum Beispiel der Weltmeister Manuel Porzner oder halt der BDR-Kader, die Nationalmannschaft auf der Bahn, deutsche Meister und so weiter. Also es war auch ordentlich Tempo. Da waren schon das erste Mal ein paar Zuschauer dann auf der Bahn, mehr als bei den Wettkämpfen in den Jahren davor. Und das beflügelt einen dann doch schon ein bisschen, hat man gemerkt. Ich muss sagen, ich war besser drauf, als ich gedacht habe. Also ich hatte wesentlich mehr Druck als sonst. Und ich habe, mein Rad hat klasse gerollt. Ich habe auch ein anderes Rad bekommen von meinem Trainer, muss ich dazu sagen. Also High-End-Material. Und es war eigentlich, also demnach bin ich, normalerweise wäre ich mit der Platzierung zufrieden. Weil ich sage, wir sind Erstjahresfahrer und 11. Platz, nicht schlecht. Aber wenn ich weiß, dass ich mir eine Zielstellung erstmal unter den ersten 10 gesetzt habe, habe ich die schon mal nicht erfüllt. Deswegen macht sich schon so ein bisschen Unzufriedenheit bei mir breit. Aber dann, wenn ich weiß, dass es super gut rollt und ich das aber nicht so perfekt auf der Bahn bis zum Anschlag ausüben kann, weil man zum Beispiel durch andere Wechsel gehemmt wird, weil man halt oben drüber fahren muss oder abbremsen, weil sich das vorne aufstaffelt und so weiter, bin ich in der Hinsicht, sagen wir mal, 70%ig oder 80%ig mit unserem Wettkampf zufrieden. Was als nächstes kommt? Erstmal kommt morgen Leistungsdiagnostik. Deswegen bin ich heute nicht beim Bahnpokal, sondern fahre ein bisschen locker die Beine, dass ich ein bisschen einen runden Tritt bekomme. Und dann muss ich sehen, wie es morgen draus wird. Und dann steht erstmal 2 Wochen Mallorca-Trainingslager an. Da ist erstmal das, worauf ich mich am meisten freue. Und dann geht es schon los mit den ersten Sichtungswettkämpfen im Bundesliga-Rahmen, zum Beispiel in Neudorf-Erscheffel. Da werden wir als geschlossenes Team mit meinem Nachwuchsteam Curatec hinfahren. Ich hoffe, dass daraus was wird, also was Positives, dass ich da mich wieder ein bisschen beweisen kann, und ich hoffe, dass ich den Druck, den ich beim Sechstagerennen hatte, noch mitnehmen kann in die Straßensaison und den dort diesmal voll zum Ende fahren kann. Max war nicht der Einzige, den wir beim Sechstagerennen begleitet haben, sondern auch Laura. Das heißt, wenn ihr euch eher für die Damen der Nation interessiert, dann schaut doch mal ins nächste Video, denn da teilt Laura ihre Erfahrungen vom Sechstagerennen mit uns.